Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute ist mal so ein Replay dran, wo Hasser von Premium-Munition wirklich ausschalten sollten. Denn dieses Video steht unter dem Titel, wenn Geld keine Rolex spielt. Und so wird es bei dem AMX 50B sein. Wir sehen nämlich schon, was er hier geladen hat. 40 Granaten Premium und nur 16 normale, also bei dem ganz klar Damage größer all, und auch das ist hier Thema, also Geld, Kills, Damage. Heute haben wir so richtig was Schmutziges für euch und jetzt hat er gleich schon, das gibt's noch nicht, so knapp, dass die Granate da im Ziel war, beziehungsweise nachgeladen war und er konnte sie dann eben nicht ins Ziel bringen. Sehr ärgerlich, weil echt scheiße knapp. Aber ist ja alles noch gut. Der allererste Schuss der Runde und der sitzt dafür. Und der T4400 hatte nicht lange Spaß an seiner Position. Und jetzt hat er Glück, dass der AMX da nur abgeprallt ist, weil eigentlich so seitlich hätte er schon den Schaden anbringen dürfen. Die Position ist auch nicht so geil, muss man sagen. Weil, ja, die Büsche klar, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich werde mit dieser auch selber seltenst warm. Jetzt dreht er da dem Gegner dann das Heck zu, oder wie? Ne, er will erstmal einfach nur wegfahren. Scheint auch ein französischer Fan zu sein, weil wir sehen hier vorne auf seinem Panzer. Jetzt komme ich leider nicht drauf. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Treffer Richtung Leopard hier an. Jetzt haben wir es. Vive la France sehen wir nämlich vorne drauf. Aber hier dann der Jaguar. Scheinbar ist das der Name des Panzers. Also der hat hier alles gekauft, was man so kaufen kann. Erfolgsmarkierungen sind auch drauf. Von dem her. Kann es natürlich auch daher kommen, dass er so viel Premium schießt, weil er die Erfolgsmarkierungen bis dato ihm so wichtig waren. Aber jetzt hat er sozusagen schon alles trainiert und denkt sich, ach, warum jetzt auf Premium verzichten? Jetzt bin ich so gut damit, dann mache ich halt da einfach weiter. Auf jeden Fall, der erste Kill für ihn ist schon mal eingetreten. Das war nicht der letzte. So, hier hat er den aufgemacht. Zwei Granaten hingeschossen. Und man sieht, das ist ihm auch total Latte, dass das hier Premium-Granaten sind. Ist doch Wayne. Mach mal einen Blindshot dahin. Was kostet. Ach, was kostet dann schon das bisschen Granate? Ich hab's. Am Ende der Endauswertung werdet ihr übrigens die Granatenkosten sehen. Wir sehen, dass er weniger erhalten hat, als er Granaten ausgegeben hat. Trotzdem geht er aber mit Plus aus der Runde raus. Braucht ihr sowas wie Gefechtszahlung oder sonstiges und aktiv sein. Also da nicht wundern, wenn ihr euch dann, oder beziehungsweise die wenigsten werden sich wundern, aber manche wird es dann doch geben, die sagen, wie geht denn das? Und so ist es dann halt. Nein, wie kann denn der nicht sitzen? Oh. Ja, also, man merkt schon, also um Kost macht er sich gar keine Gedanken, weil er ballert die da so raus, als ob es billigste HE-Granaten wären. So, da vorne passiert schon wieder ein bisschen was. Jetzt, das gibt's doch nicht. Jetzt endlich. So, da ist er direkt in Reload gegangen, weil er da den E50M entdeckt hat. Da hinten steht auch noch sehr potentes Gerät, nämlich eine Grille 15, ein AMX. Oh, und hier wird erstmal der E50 rausgenommen. Thank you.
So, jetzt. Wahnsinn, auch hier klappt der jetzt gerade nicht. Aber auch teilweise natürlich, er ist da schnell in seinen Schüssen, aber auch einfach ein bisschen unglücklich. Aber der schaut doch jetzt schon deutlich besser aus. Und da haben jetzt mal 3 Granaten in Folge doch mal zu Schaden geführt. Sehr schön. 3. Kill damit. So, da die Grille, ja, die ist natürlich ein leichter Leckerschmecker. Der AMX, der zieht sich so weit zurück, auf den kommt er nicht. Oh, was haben wir da links noch? Das schaut doch gut aus, ja, genau. Ja, auch da sehr schön in IS-7 getroffen. Muss aber hier aufpassen, er hat zwar noch alle Hitpoints, aber wir haben ja gesehen, es geht dann auf einmal sehr, sehr schnell. Hier ist der Liberté-Panzer, den er leider gerade nicht drauf kann, aber ein sehr schöner, habe ich ja auch schon erst kürzlichst gezeigt bei mir auf dem Kanal. Wie gesagt, habe ich mir auch gegönnt, weil er mir optisch wirklich zusagt und auch die Zahlen, Daten, Fakten sind sehr stimmig. Also für alle, die den nicht haben, schaut doch da nochmal rein. Könnte sich vielleicht lohnen. Oh, 110er. Nein, da... Naja, gut, dann nimmt er halt noch den E-75. Also jetzt kommen die Granaten deutlich besser ins Ziel, muss man schon sagen. Also er kann hier viel, viel, viel besser wirken. zu 8, also hier muss man sagen, ist alles noch sehr offen und auch weil der Gegner wirklich starke Geräte da noch bei sich hat. IS-7, E-75, Badget 25 THP, hat auch unglaubliches Potenzial, Jagdtiger nervt einen auch, grandios, 110 IS-3 sind so gesehen 2 IS-3, dann einen vernünftigen Scout, also das sind alles schon nochmal Dinge, aber der IS-7, der hat sich jetzt hier schlecht manövriert und da wird er natürlich rausgenommen. Der Jagdtiger ist noch voll, war noch voll, weil jetzt hat er da schon seitlich von ihm 2 Treffer bekommen. Badget T25 AP kommt jetzt vor, aber fährt auf den Rheinmetall auf. Mal schauen, was das da wird. Oh, der nimmt die Badget dem wohl raus. Ja, das ist dann noch eingetroffen. Er kann leider gerade nicht unterstützen. Also 8:10. Der Gegner hat hier definitiv gerade die Oberhand. Naja, gut, das sollte kein Problem sein. War es auch nicht so. Da hinten noch jetzt der Jagdtiger, IS-3. Also jetzt kommt er richtig auf Damage. Jetzt steigt der aber massiv an, der Zähler. ...9:11. Also von dem her ist noch nichts passiert. Aber man hat so das Gefühl, dass sein Team irgendwie besser steht. Ist der defensiver aufgestellt. Der Gegner versucht es hier mit offensiven Aktionen, aber die sind alle, ja, so, ich weiß nicht, nicht zu Ende gedacht. So wirkt es zumindest irgendwie so ein bisschen. So, E-75, der hat es jetzt nicht so leicht.
Und mit dem letzten Schuss kriegt er ihn dann noch raus. So, und was ist hier mit der Bad Chat? Ja, die schießt schon auf ihn, aber er schießt da zurück und seine Schüsse tun da deutlich mehr weh. Auch wenn sie hier mit dem letzten Schuss noch die Kanone rausnimmt und so eine 800 Damage gemacht. Ist nicht schlecht, aber ist halt auch nicht wirklich wahnsinnig. Und mittlerweile war das schon seine Radley Walters, die er sich dann geholt hat. Und er schreibt auch, can I get pools? Dafür braucht er von den drei bestehenden noch zwei. Also da ist er optimistisch, dass er das schafft. Ich glaube, der ES3, den er ja gefragt hat, dem ist es egal. Hauptsache, er gewinnt. So. Und da hat er sie auch schon. Das ging jetzt sehr fix. Plötzlich der 9. und der 10. Kill in Folge. Jetzt wird nochmal nachgeladen, aber jetzt fehlt lediglich der gegnerische ES3. Wie gesagt, auch da ist es so, mein Gott, dann kriegt er im Zweifel halt einen Schuss ab. Das wäre jetzt nicht so dramatisch. Den kann er noch gut vertragen. ES3 leider. Jetzt ist es sichtbar gewesen. 732 Schaden, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, zwei gute Treffer, dann sollte das Thema eh schon erledigt sein. Wir haben einen Schaden von 400. Also normalerweise, wenn hier der RNG-Gott nicht ganz extrem zuschlägt, dann sollte er das eigentlich packen. Aber auf der anderen Seite, auch er kann nur zwei Treffer abhaben. Oder einen kriegt er noch unter, aber der zweite wird ihn zerstören. Also ganz, ganz, ganz einfach ist das auch nicht. Und er hat selber geschrieben, aber es ist eine ES3. Und eine ES3 ist einfach ein sehr gutes Gerät bei World of Tanks. So, da ist er. Ich denke jetzt mal, der wird jetzt nicht großartig taktieren und sich irgendwelche Häuser begeben, wo die ES3 noch mit der Panzerung arbeiten kann. Nein, der wird jetzt versuchen, einfach so gut es geht, zeitlich oder frontal draufzukommen. Hauptsache, ES3 kriegt nur einen Schaden raus. Ach, ES3 checkt es nicht mal, dass der da von der Seite kommt. Das hat er ja interessant gelöst. Was macht er denn jetzt? Da will er aber unbedingt mit der letzten Granate aus seinem Magazin. Ich weiß nicht, wo die ersten hingezielt waren. Aber egal, das waren 11 Kills. Das waren 10.500 Schaden. Dazu hat er noch mit 2.700 unterstützt. Und die Granaten haben ihn 180.000 Credits gekostet. Eine in jeder Richtung extremen Runde wird hier der Sieg vergönnt. Und ich glaube, das war mal wieder ein richtiger Leckerbissen. Bis bald, euer Alcaramba.